Ein sprechender Synthesizer, das ist wahrscheinlich die bekannteste Anwendung von Vocoden. Aber es gibt noch ganz viele andere kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit dieser Art von Audioeffekt. Und im heutigen Video wollen wir uns das mal in der Praxis anschauen mit einem Vocoder in Cubase. Nämlich wollen wir den Tal-Vocoder in Cubase integrieren und damit einen Beat produzieren. Vocoder gehören zu den Audioeffekten, die vielleicht ein bisschen schwieriger aufzusetzen sind, weil man dafür zwei verschiedene Signale miteinander kombiniert. Und das wollen wir uns heute mal im Detail anschauen an diesem Tal-Vocoder. Das ist ein Gratis-Vocoder, den Link dazu stelle ich euch unten in die Videobeschreibung und den kann man hier also als VST-Plugin runterladen. Damit bekommen wir eine Installationsdatei, mit der wir den Vocoder also ganz einfach installieren können und anschließend Cubase starten. Ich habe uns in Cubase schon mal diesen kleinen Drumloop aus Kicks und Snares eingespielt. Genau, das klingt ziemlich unspektakulär im Moment und ich möchte gern diese Drums nutzen, um damit den Synthesizer in dem Tal-Vocoder einmal zu modulieren. Um das zu tun, öffne ich die Kanaleinstellungen von den Drums und lade mir hier auf den zweiten Insert-Effekt den Tal-Vocoder. Da ist er auch schon drin. Der Vocoder braucht, wie schon erwähnt, immer zwei Signale. Die beiden heißen Carrier und Modulator. Der Carrier ist das, was wir letztendlich auch hören werden. Das ist in diesem Fall ein Synthesizer, der schon im Tal-Vocoder mit drin steckt. Das ist hier der auf der linken Seite. Und der Modulator ist das Signal, das unseren Carrier moduliert. In unserem Fall sind es eben die Drums. Wir möchten jetzt also die Drums so hören, als ob sie mit dem Synthesizer gespielt werden. Der Klang des Synthesizers also mit dem Frequenzspektrum und dem Rhythmus der Drums. Und das funktioniert, indem wir dem Vocoder einfach sagen, welche Töne er damit spielen soll mit dem Synthesizer, der hier im Carrier sitzt. Dafür legen wir in Cubase noch eine zweite Spur an, nämlich eine MIDI-Spur. Und die nennen wir Vocoder-Noten. Die ist ausschließlich dafür da, um die Noten zu spielen, die eben im Carrier erklingen sollen. Mit ausgewählter MIDI-Spur können wir auf der linken Seite im Inspector den Ausgang festlegen. Und hier taucht jetzt der Tal-Vocoder MIDI-In auf. Und das ist genau das, was wir hier auswählen wollen. Und sobald das ausgewählt ist, können wir mit dem Keyboard unseren Synthesizer spielen und hören dabei aber den Rhythmus und das Frequenzspektrum der Drums. Sehr schön. Außerdem finden wir hier drin ein paar Presets, die wir uns an der Stelle ja gerne mal anhören können. Oh, das ist schön. Auf der linken Seite haben wir die Möglichkeit, den Synthesizer-Sound noch ein bisschen fein zu tunen. Zum Beispiel, ob wir mehr von dem Pulse-Sound hören wollen als von dem Saw-Sound. Und auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit, den Sound des Vocoders nochmal zu verändern, indem wir hier die einzelnen Bänder von tiefen Frequenzen bis zu hohen Frequenzen in ihrer Lautstärke regeln können. Und eine weitere ganz spannende Funktion verbirgt sich hier hinter diesem Chorus-Button. Damit können wir also einen Chorus auf diesen Vocoder legen und den sehr weit in die Stereobreite ziehen. Ja, und auf diese Weise lassen sich also sogar aus Drums im Handumdrehen ganz harmonische Sounds kreieren. Und man kann hier durchaus komplett kreativ werden damit. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, noch einen Hall vor den Vocoder auf die Drums zu laden, damit wir eben ja, mehr Hallfahnen auf den einzelnen Drum-Sounds bekommen. Ich lade hier mal den Raum-Reverb drauf, damit wir mal richtig viel Hall uns im Vergleich anhören können. Schön. Für den Fall, dass du deine eigene Stimme durch den Vocoder hören möchtest, also diesen sprechenden Synthesizer-Effekt haben möchtest, dann ist deine Stimme dort der Modulator. Das bedeutet, du nimmst dir einfach eine Audiospur, nimmst darauf deine Stimme auf, lädst anschließend den Vocoder darauf und machst dann exakt das gleiche mit einer weiteren MIDI-Spur, indem du eben die Noten einspielst, auf denen deine Stimme erklingen soll. Wir wollen uns das Ganze aber mal anschauen für den Fall, dass wir als Carrier nicht den internen Synthesizer von diesem Tal-Vocoder nutzen wollen, sondern ein anderes beliebiges Signal. Meine Drums sollen also weiterhin der Modulator sein, ich möchte jetzt nur einen anderen Carrier haben.
Und dafür gibt's im Talvocoder diesen Button hier drüben auf der rechten Seite. Input Mode On, das heißt, das, was im Stereosignal auf der linken Seite liegt, ist dann der Carrier und das, was auf der rechten Seite reinkommt, ist der Modulator. Und genau das wollen wir uns einmal zusammenbauen. Dafür füge ich uns eine neue Spur hinzu und lade darauf mal, sagen wir Contact. Ich würde das mal mit den Mallet Flux aus Contact probieren. So, die habe ich also in Contact geladen mit einem schönen Preset und ziehe mir jetzt meine Noten, die ich vorher hier direkt in den Vocoder reingeschickt habe, die ziehe ich jetzt auf die neue Spur mit Mallet Flux. Und wir hören mal rein. Sehr schön. Als nächstes öffne ich mit der Taste F3 den Mixer, halte die Steuerung-Taste gedrückt und wähle damit sowohl die Drums als auch Mallet Flux als Kanal aus. Jetzt Rechtsklick drauf und Gruppenkanal zu ausgewählten Kanälen hinzufügen. Hier drauf möchte ich jetzt meinen Vocoder laden. Nenne den neuen Gruppenkanal also Vocoder. Und wir haben gelernt, dass die Drums auf die rechte Seite sollen und Mallet Flux auf die linke Seite, also Carrier auf der linken Seite und der Modulator auf der rechten Seite. So, und jetzt brauche ich ausschließlich noch hier oben in den Insets unseren Talvocoder-Effekt von den Drums auf den Vocoder-Gruppenkanal ziehen. Ja, der liegt jetzt hier drin. Ich brauche nur noch hier links Carrier, rechts Modulator diesen Button anschalten und wir hören das Ganze. Im Moment ist es noch ein ziemlich leises und dynamisches Signal, deswegen möchte ich das ein bisschen lauter bekommen und komprimieren, indem ich hier im Nachhinein direkt den OTT-Kompressor reinlade, ebenfalls ein gratis Plugin, das ist von X-Fill Records. Wow. Und hier lässt sich auch ganz viel im Sound zum Beispiel über den Reverb steuern, indem wir den zum Beispiel ein Stückchen kürzer machen. Sehr schön. Ich hole uns mal ein bisschen was von der Stereobreite aus den Mallet Flux wieder zurück, indem ich die Spur einfach dupliziere und eben nicht durch den Vocoder laufen lasse, nämlich parallel in den Stereo-Out-Kanal schicke. So klang die Mallet Flux Solo vorher. Und zusammen. Das Spannende am Originalsignal von Mallet Flux, finde ich, ist die Stereobreite. Viel von der Räumlichkeit liegt im Seitensignal. Und deswegen würde ich uns tatsächlich das Seitensignal hier mal einzeln noch zumischen im Nachhinein, dass wir das parallel hören. Dafür nutze ich diesen Effekt hier von Voxengo, MS heißt der. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel den Mid-Kanal einfach muten, sodass wir nur die Seiten hören. Klingt so. Und das mische ich zu. Sehr schön. Bei der Arbeit mit Vocodern ist es besonders wichtig, auf die Dynamik zu achten. Also manchmal ist es auch eine gute Idee, sowas wie einen Kompressor oder Maximizer bereits auf den Kanal des Carriers oder Modulators zu laden, wenn die ein bisschen dynamisch sind. Und ich probiere das hier mal zum Beispiel mit dem L1 von Waves auf den Drums. Und unsere fertige Backmischung aus dem Vocoder-Signal und dem Seitensignal von den Mallet Flux, die route ich mir nochmal auf einen neuen Gruppenkanal, um die nochmal miteinander zusammenzufassen und jetzt gleichzeitig bearbeiten zu können. Die möchte ich noch ein bisschen filtern und nutze dort den FabFilter Pro-Q 3, um ein bisschen was aus den Tiefen und Höhen wegzunehmen. Und hier resoniert ein bisschen was, das nehme ich noch ein bisschen raus. Anschließend Replika drauf, um noch ein bisschen Delay und Stereobreite und den Diffusionshall hinzuzunehmen.
und anschließend etwas Sidechain-Kompression. Hier soll es gerade schnell gehen, ich mache das mit dem Kickstart-Plugin. Und ich gebe hier noch ein paar Obertöne mit drauf, mit ein bisschen Distortion auf den oberen Bändern mit Quadrafuzz. Ja, ich glaube, damit könnte ich mich hier stundenlang aufhalten, hier am Sound zu feilen und ein bisschen zu basteln und zu gestalten. Also hier sind die Möglichkeiten mit Vocodern in der Soundgestaltung wirklich komplett unbegrenzt. So, ich möchte darauf einen kleinen Beat aufbauen. Schauen wir mal, was an anderen Instrumenten entsteht. Wow, das ist wirklich, wirklich atmosphärisch geworden heute. Und ich denke, das lasse ich als Beatskizze so erstmal stehen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was Spannendes über Vocoder mitnehmen. Probiert den Tal Vocoder sehr gerne mal aus. Wie gesagt, Link dazu ist unterhalb dieses Videos in der Beschreibung. Na dann, eine kreative Woche. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.